eindeutiger Favorit heute hier. Moin meine lieben Bootser, what's pumpin' man, how you doing guys? It's me, Fly Movies here in the house, man. Wir sind jetzt hier in so einer großen Mall in New Jersey. Und wir werden jetzt erstmal in den GameStop reingehen. Ihr wisst doch, Flying Gamer und Sammler ist hier am Start, Leute. Let's go. Warte mal, gibt es jetzt hier schon die Mario Striker Version? Nein. Available, ich wollte gerade sagen, Digga. Ich habe hier den Schock des Lebens gekriegt hier, Digga. Aber geil, hier mit so einem Stand hier. Cool. Ist eine Packung Clowns auch so aus? Ja, auch ein geiles Bild davon hier, Mario Strikers. Das habe ich hier mit Skyler angezockt. Das ist schon ein cooles Game. Das kannst du auch im Koop spielen, so mit Kids. So richtig cool. Das macht Spaß. Guck mal, hier können wir schon Kirby nochmal hier eine Runde spielen. Hier, guck mal. Ah, eine Demo. Ah, was haben die noch so als Demo hier? Metroid, Mario Kart. Geil, wenn die Striker schon hätten als Demo. Ja, das wäre geil. Striker hier, das wäre richtig Bombe. Guck mal hier. Haben wir hier so eine Art Kalender, Leute. Da sind Socken drin. Aha, hier ist es so Socken. Das ist Mario Socken. Schreibt mal sehr gerne rein, was ihr gerade zockt. Ich bin jetzt so wieder auf Halo Infinite kleben geblieben. Und ansonsten ist bei mir Mario Kart. So. Bei mir ist so Mario Kart, Halo Infinite. Sonst warte ich erstmal hier auf. Guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Es ist so krass, wenn man vom Teufel spricht. Aber interessieren würde mich, was zockt ihr gerade? Wo seid ihr drauf kleben geblieben? Weiter geht's in einem Lego Store. Hier, die habe ich mir auch gekauft und auch nicht ausgepackt hier. Das ist schon cool. Jetzt sehe ich die mal so komplett aufgebaut. Ah ja. Guck mal, wir haben hier kurz einen Torhammer gefunden hier. Auch cooles Teil. Ja, erzähl doch mal, du hast mir auch eben gesagt, so, erzähl mal Lego-Qualität. Weil du bist ja so. Man muss ja. Du darfst mir erzählen, was du so machst eigentlich, du? Ja, klar, ist ja Vergangenheit. Ja, Vergangenheit? Was war Vergangenheit bei dir? Du bist ja so Spielzeugspezialist hier. Ja, ich habe 14 Jahre ein Spielzeugunternehmen mit aufgebaut. Ja. Und angefangen in so einer 20 Quadratmeter Wohnung und so einem weltweiten Unternehmen dann groß gemacht. Und damals war Lego noch wirklich Qualität. Jeder durfte es damals verkaufen. Ja. Selbst eine Frau im Bademantel zu Hause hat einen Vertrag bekommen mit Lego. Ah, krass, ja. Also jeder durfte es verkaufen in Deutschland. Ja. Und später kam dann halt die Regelung, ne, wer keinen eigenen Laden hat, muss 30% mehr im EK bezahlen. Okay. Weil es wurde alles ein bisschen exklusiver alles. Genau. Ne? Ursprünglich war nämlich Legos Idee, sie wollen nie so groß werden, deswegen verkaufen sie ja nichts nach Übersee. Okay, ja. Aber Lego hat dann irgendwann doch begriffen, es macht Spaß, Geld zu verdienen. Ja. Und sie verdienen noch mehr Geld, indem sie, wie auch der Herr Held der Steiner es ja immer dargestellt hat, in diesem Torhammer, den habe ich zu Thanos-Handschuh, wird zuletzt aufgebaut, als ich noch aktiv war und innen drin nur bunte Steine. Ah, krass, ja. Also alles diese Basic-Steine, die du sowieso loswerden willst, wegen Produktion. Ja. Und außenrum hast du dann das bisschen Gold. Geschmückt, okay. Also okay, außen hui, innen drin pfui, sozusagen. Genau. Ah, krass, und Preis-Leistungs-Verhältnis scheiße. Ja. Ich habe 1,5 Stunden gebraucht für, hier kostet $70. Mhm. Als er bei uns neu war, war glaube ich 79,99. Ah krass, ja. UVP-Preis. Schissen. Dagegen ist zum Beispiel der da unten, den habe ich auch so gekostet, das Guardianship. Ja. Der hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Weil die Figuren einfach auch geil waren. Das war irgendwie ganz witzig dabei mit, ah, cool, mit den ganzen kleinen Männchen dabei. Ja, aber wenn ich mich hier so umschaue von den intensiveren Sachen, die du ja vorne schon eben gesehen hattest mit dem Fernseher. Millennium Falcon. Der Millennium Falcon da hinten. 800 €. Oha. Da sind die großen Editions. Ja. Viele mittlerweile nicht mehr wissen. Lego produziert die Steine jetzt wieder nach, die es damals mal gab. Ah, krass, ja. Früher haben wir ja noch Sachen auf dem Dachboden gelagert. Die 1-Busse, die ersten Sternzerstörer und. Ja. Die dann 6.000-7.000 € wert waren. Und jetzt hat Lego die Steine alle wieder produziert. Und die Leute, die so schlau sind, die hält der Steine. Ah, krass. Haben dann natürlich gesagt, mit den und den Steinen könnt ihr das Set zusammenbauen. Ja, ja, geil. Sprich, ihr kauft diese drei Artikel und baut euch den Sternzerstörer selber zusammen. Das ist geil. Guck mal, hier nochmal Spielzeugwissen am Start von Paddy hier. Ja. So, Leute, wir sind jetzt hier beim Johnny Rockets. Schöne Zero hier oder Pepsi Light, was auch immer das hier ist. Wir gönnen uns jetzt richtig geil Double Cheddar Burger with Fries, man. Ich hab Bock. Ich hab nämlich nach dem Training nichts gegessen. Bin einfach eingeschlafen und mir wurde schon schlecht beim Autofahren, weil ich einfach nichts gegessen habe. Ah, verdammt. Mist. Ach, leck mich am Arsch. Das Ding ist, als die Cam aus war, hat Alex zweimal hintereinander getroffen, gleich die ersten Male. Dann haben wir gesagt, mach mal die Cam einmal an. Ja, seitdem funktioniert nichts. Oh, das war. Ich fang an. Mach mal. Nein, und ich bin sogar noch weiter weg, ne, Alex? Wenn ich jetzt treffe, ne, dann. Immer fast, so richtig fast. Thank you. Ui. Ja, sehr gut. Ich finde die Patties sind ein bisschen geizig gemacht, muss ich sagen. Die sind so klein irgendwie. Nicht. Das
So, nächster Halt. Walmart. Wir sind jetzt hier gerade im Cornflakes-Paradies angekommen. Hier, Leute, daher die Inspiration Cinnamon Flakes bei Neosubs. Mal gucken, was ich hier gefunden habe. Jackie O'Neill, Mann. Oh, Leute, kennt ihr die noch von früher? Hier was für die Pokémon-Fans. Komplett fette Auswahl. Ein Pack kannst du wohl selber, ne? Ich wollte dir die Tüte geben zum Rüberziehen. Wie professionell ich das mache. Ja, echt, Alter. Zack. Vor allem, wie schnell das geht bei dir. Einige haben Fehler. Vor allem auch einmal reiben, ne? Damit es war. Auf jeden Fall schneller als ein Amerikaner, aber noch nicht ganz so schnell wie die deutschen Aldi-Dinge. Ich hab Glück. Patty gibt gerade wieder einen aus hier. Würde ich gerne. Du hast nochmal kurz wieder einen kleinen Snack nach dem Burger. Interessant ist, wir sind hier in New Jersey in so einem, ja, Portugiesenviertel gelandet. War schon uns am ersten Tag aufgefallen. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn wir nachher mal richtig in New York sind, so richtig mal so Amerika-Lifestyle. Und hier merkst du so extra Portugiesen. Du hast das Gefühl, du bist hier in Amerika, dass er nicht schlimm ist. Aber die Jungs, auch gerade für Alex, das erste Mal in den USA, in den Staaten, der muss Amerika-Feeling haben. Chicken Teriyaki Subway. Und dann wieder kleine Haube. Ah, Flugzeug. So, für mich ist es jetzt hier morgens. Guten Morgen für euch, guten Abend. Wir haben immer 6 Stunden Zeitunterschied. Ja, wenn bei uns 6 Uhr morgens ist, ist es bei euch 12 Uhr mittags. Und ich habe mir nochmal gedacht, ich lese mir noch ein paar Kommentare von euch durch, beziehungsweise werde ich es auch in Zukunft so machen, in den zukünftigen Vlogs, wenn wir einen Vlog starten, dass ich den einen oder anderen Kommentar aus dem vorigen Vlog beantworte. Denn ohne euch wäre das ja auch alles nichts und ich mag sehr gerne eure Kommentare lesen, deswegen kann ich auch in den Videos drauf eingehen. Da habe ich mir gedacht, hier der Günther, mich würde mal interessieren, wie die Preise dort sind. Sprit, Essen, Trinken, Autos, was ihr nun bezahlt für 7 Tage. Einfach so ein Komplettpaket an Preisen. Ich habe ja jetzt nicht mitgezählt, wofür wir hier irgendwie komplett unser Geld halt ausgeben. Also ich schreibe hier nicht alles einzeln auf. Was ich aber sagen kann, wir sind hier gerade in New Jersey, so an einem, man merkt schon, dass es so ein Portugiesenviertel ist. Wir haben auch mal nachgefragt im Gym, weil da ist das enorm aufgefallen, so, überall so Brasilianer, Portugiesen habe ich mal nachgefragt, beziehungsweise Paul hat so, glaube ich, danach gefragt. Und ja, das ist hier so ein, hier sind sehr viele Portugiesen, wo wir gerade sind. Und der Supermarkt gegenüber von uns, der ist sehr teuer. Dann sind wir jetzt ein paar Meter weiter gefahren, 15 Minuten oder so, da waren wir in einem Walmart und da war der Preisunterschied enorm. Also Walmart war ultra günstig im Gegensatz zu der Area jetzt hier vorne, die meine Nachbarn sind. Und das alles fast doppelt so teuer. Ja, wenn du dir, was weiß ich, Coke holen willst, eine Dose, das sind so wie Tankstellenpreise, obwohl das ein großer Supermarkt ist. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, in Los Angeles zum Beispiel, wenn du mitten in Hollywood bist, ist das alles arschteuer. Wenn du dann auch, was in Los Angeles ist, in Inglewood bist, was so ein bisschen ghetto-mäßiger ist und so, da fallen die Preise dann enorm. Also das ist schon echt so angepasst, nachdem du halt hier wohnst oder wie die Gegend so ist. Dann schreibt der Junge mit Herz, gefühlt jeder YouTuber reist nach New York. Was ist los mit euch? Wieso wäre es noch in New York? Schreibt es mir rein. Vielleicht können wir ja den einen oder anderen connecten oder dass ich denjenigen mal sehen kann. Und dann hier von Roberto, Uwe, triffst du auch Aramis? Aramis ist ja in Los Angeles und ich bin hier in New York, beziehungsweise jetzt gerade New Jersey. Und sehen werden wir uns nicht, aber ich werde ihn jetzt vielleicht heute sogar nochmal anrufen. Wir sind ja immer noch in Connection, aber nein, wir sehen uns nicht. Dann haben wir hier, warum war im Kühlschrank Bier? Das muss ich mal kurz prüfen. Wo ist hier Bier? Wo ist hier Bier? Hast du Bier im Kühlschrank gesehen? Bier? Einer hat in den Kommentaren geschrieben, warum ist im Kühlschrank Bier? Ich meine, der denkt, die Cola Leitdosen oder diese anderen Dosen. Was Dosen betrifft, haben wir das hier? Da? Aber hier ist kein Bier, Digga. Nichts. Schwarze vielleicht, weil... Auf Englisch Bier, oder was? Pepsi von Alex? Oder hast du das Bier ausgesoffen? Jetzt haben wir es, sonst würdest du das Schneiden noch gar nicht durchstehen. Digga, ist doch logisch. Okay, Leute, das war das Video für heute. Wie gesagt, in den nächsten Videos werde ich immer am Anfang so an die Kommentare auch denken und mal das eine oder andere auch von den anderen hier mal beantworten lassen. Ich glaube, das wird eine ganz geile, ja, ich fühle mich gut. Ganz gute Nummer in diesem Sinne, Leute. Haut rein, ciao, wir sehen und hören uns.